Herzlich willkommen zurück bei BioShock Remastered, der erste Teil. Wir wollten durch diese Tür gehen, nachdem wir jetzt hier unseren ersten Splicer erledigt haben. Aber ich sehe gerade, da oben ist ja auch noch was. Das werden wir uns jetzt auch nochmal holen. Das habe ich einfach mal direkt übersehen. Ein Verbandskasten und ein paar MG-Patronen. Alles ein bisschen sehr versteckt hier. Guck mal, da oben auch. Kamera. Guck mal, um Fotos zu machen. Ah, jetzt weiß ich, was Film ist. Natürlich. Natürlich, natürlich. Oh, Pistole, Pistole. Irgendwie netterweise sehr sortiert jetzt. So. Nächster Raum. Zeitweise dachte ich, das wäre das Paradies. Ich glaubte, die Parasiten aus Moskau vergessen zu können. Den Upgrades austauschen ich wollen wir nicht. Den marxistischen Altruismus der Verstoßen und der Fünfjahres. Wir müssen hier irgendwie in die andere Richtung. Nee. Und wenn das so weitergeht, ist das Ding gleich. Sag mal. Ehrlich jetzt? Ehrlich jetzt? Kann doch nicht wahr sein. Nur Sachen, die ich nicht brauche hier. So. So. Ja, Alter, ehrlich? Was soll denn das? So. So. Oh, ich würde mich gerade selbst tasern, ne? Für sowas Dummes. So, da lang, ist richtig. Dann muss ich da lang. Oh, Leute, echt. Da lang, da lang. Dann muss ich wieder da lang, wo ich kein da lang. Oh, bitte geht das durch, ja. Dann muss ich hier einmal hoch, einmal da lang und dann geht's. Was haben wir hier? Eve-Spritze, 3 von 9. Ich denke mal, das reicht. Deutsche ja. In ihrem Wahn, sich dann in Hitlers Schwert stürzen, um das tausendjährige Reich zu erschaffen, begannen die Amerikaner von dem bolschewistischen Gift zu trinken. Die Bolschewisten. Ein Kumpel damals immer gesagt, du Bolschewisten-Schwein. Ja, das war auch. Los, bekommst du sie nicht! Wen bekomme ich denn nicht kampflos? Liebe da. Hä? Was bekomme ich denn nicht kampflos? Nicht schade. So. Spring doch darauf! Du Esel. MG-Patronen. Fast voll. Der Vita-Chamber, aber da wollen wir jetzt nicht hin. Ich würde ganz gerne jetzt darüber hüpfen. Okay. Old Harbiger Beer. Vita Chamber kommen wir nicht drauf. Hier sind nur Lichter. Nö, Bier wollen wir nicht. Wenn wir Bier trinken, passieren immer nur komische Sachen. Was passiert denn, wenn wir hier unten durchgehen? McDonald. Der bloße Gedanke, dass meine Frau und mein Sohn in diesem dreckigen U-Boot stecken, macht mich rasend. Hilf mir, sie zu retten, dann stehe ich auch ewig in deiner Schuld. Warum unterbrichst du immer die Tagebücher, Junge? Du bist ganz schön unhöflich. Thank you.
Hab ihn. Bier getrunken. In diesem Spiel möchte ich das nicht. Was sind das für Zapfhähne? Ah, okay, so machen die Sinn. Schulter klopfen, aber mal im Ernst. Das sind keine blutrünstigen Kriminellen. In Rapture wimmelt es von Dichtern, Künstlern und Tennisspielern, aber nicht von bezahlten Killern. Aber ihr Anführer, dieser Fontaine, der kennt sich mit Gaunereien ganz genau aus. Er selbst macht sich die Hände nicht schmutzig. Er lässt aber durchblicken, dass mit ihm nicht zu spaßen ist. Sollte man noch manchmal lassen. Machen meine ich. Nicht lassen. Komm noch her und mach's doch selber, Digga. Oder hast du Angst in deinem sicheren Bunker? Immer diese Wünsche und nichts machen wollen. Kenn ich ja woher. Liebste, es tut mir leid, aber ich werde mich heute wieder verspäten. Rosenberg will mit mir über Fontaine sprechen. Ich versuche hier einen ordentlichen Finanzmarkt aufzubauen und alles, woran dieser Idiot denken kann, ist Adam hier und genetische Veränderung dort. Ich werde eine Stunde lang so tun, als ob ich dem armen Kerl zuhöre und mache mich dann so schnell wie möglich auf den Heimweg. Aber André. Das ist doch... André Head? Da steht aber Andrew. Das ist der Sünde, Lu. Oh, hat er... Oh, aber ein bisschen lange manchmal umzukippen, ne? Das klingt nach einem Big Daddy hier irgendwo. Ionischer Schrot. Kontaktmine. Schrotflinte. Diese Munition. Eine Eve-Spritze. Mensch. Safe. Hack. Dann machen wir das mal. Ah, das geht, denke ich. So. So, okay. Hier. Oh, jetzt sag mir nicht. Doch. Hallo. So. Und dann. So. Hacken erfolgreich. Was haben wir denn da drin? Panzerbrechen, ionischer Schrot und Eve-Spritze. Sehr, sehr cool. Und hier wartet irgendwo noch. Beim Abschauen der Menschheit. Oh, wie lange der braucht, um das zu ändern, ey. Ich habe meine Frau bei unserem ersten Rendezvous hierher gebracht. Hält mich wahrscheinlich für einen Spinner. Wir gehen mit einer feinen jungen Dame an einen so trostlosen Ort. Aber du kennst meine Mäuer nicht. Schenk ihr eine Perlenkette, Seidenkeilchen, dann sie mit dir. Wenn du ihr eine Buddel rumschenkst, niemand liebt sie. Sollst du jeden Piraten unter den Tisch. Du hast ja anscheinend eine sehr maskuline Frau. Obwohl, hat das mit maskulin zu tun? Ich glaube eher nicht, ne? Vergesst, was ich gesagt habe. Dann eben eine Frau, die ordentlich was auf dem Kasten hat, was das Trinken angeht.
Aktentasche und da, oh Gott, was ist denn hier passiert? Mr. Ryan, ich glaube an Rapture, doch das heißt nicht, dass wir auch immer gewinnen. Fontaine Futuristics ist die größte geschäftliche Unternehmung der Menschheit. Um mich klar auszudrücken, wenn wir diesen Lumpen Fontaine wegen Diebstahls und Schmugglerei verhaften lassen, müssen wir klarstellen, dass wir uns nicht sein Geschäft unter den Nagel reißen wollen. Wir sitzen im Rat, weil uns diese armen Schweine vertrauen. Nicht, weil wir von Gott dazu berufen wurden. Ich habe wieder die ganze Zeit mit Antipersonenmunition geschossen. Oh. Hallo, hallo, hallo. Na, wo haben wir dich? Da. Was ein Big Daddy? Zeitweise dachte ich, das wäre das Paradies. Ist da auch eine Little Sister? Ich glaubte, die Parasiten aus Moskau vergessen zu können. Ich glaubte, die marxistischen Altruismen der Menschen. Aber als die Deutschen in ihrem Wahn sich dann in Hitlers Schwert stürzen, das 20-jährige Reich zu erschaffen, Alter. Alter, ehrlich, willst du mich verarschen? Geh da weg, Mann. Alter. Oh, ich wollte gerade sagen, ey. Nein. 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 Aber dann trotzdem froh sein, ne? So muss das sein, liebe Dame. Danke. Danke. Na, guck an. Den nehmen wir auch mal mit. Der kann uns ja auch nur helfen. Würde ich sagen. Zeit für die Heilung, unser Engel. Was war das denn jetzt? Okay, hier geht's auch noch runter. Hände weg von meinem Kind! Die ist voll. Die ist voll. Eigentlich ein lustiges Feature, dass man das alles hier benutzen kann. So, dann wollen wir nach oben gehen. Den Big Daddy haben wir jetzt vernichtet. Dann heilen wir uns nochmal und dann gehen wir hier rein. Und zwar mit unseren Hackerfähigkeiten. Ja, wirklich. Really? Ehrlich jetzt? Wie bitte soll ich denn da rauskommen?
Was passiert, wenn wir dahin gehen? Alter. Das war richtig Schmutz gerade. Sehr gut. Das sieht schon besser aus. Gehen wir so. So. So und so. Jetzt haben wir es. Mich nervt es gerade, dass ich keinen Verbandskasten mehr habe. Wir haben heute unsere Mascha gesehen. Wir haben sie kaum erkannt. Sam sagte, das ist sie. Ich habe gesagt, du spielst doch. Dieses Ding, das soll unsere Mascha sein. Aber er hatte recht. Sie hat einer Leiche bei den Fontaine-Fischeries das Blut abgesaugt. Und als sie damit fertig war, ging sie Hand in Hand mit einer dieser schrecklichen Missgeburten fort. Sam rief ihren Namen. Ich habe kein Wort rausbekommen. Ich bin verrückt. Dieses Ding war nicht unsere Mascha. Technik-Tonika. Ein neues Tonikum. Shorten Alarms. Ich glaube an Rapture, doch das heißt nicht, dass wir auch immer gewinnen. Fontaine Futuristics ist die größte geschäftliche Unternehmung in Rapture. Um mich klar auszudrücken, wenn wir diesen Lumpen Fontaine wegen Diebstahls und Schmugglerei verhaften lassen, müssen wir klarstellen, dass wir uns nicht sein Geschäft unter den Nagel reißen wollen. Wir sitzen im Rat, weil uns diese armen Schweine vertrauen. Nicht, weil wir von Gott dazu berufen wurden. Okay. Shorten Alarms. Gibt es überhaupt ein unheilverkündendes Geräusch als das eines Sicherheitsalarms? Mit Shorten Alarms wird Ihre Signatur so verändert, dass sie mit Alarmsensoren integriert und so die Dauer manipulieren kann. Also, dass sie mit Alarmsensoren interagiert und so die Dauer manipulieren kann. Ah, aber warten wir erstmal weg. So, ja. Was haben wir denn da? Forschungsfortschritt. Leadhead Splicer. C. Ja, gut. Neuer Forschungslevel erreicht. Forschungsbonus für Leadhead Splicer. Erhöhter Schaden. Leadhead Splicer sind anfällig für Antipersonenmunition und Hitze. Ja, doch. Sieht so aus. Jetzt ist aber die Frage. Was haben wir hier? C. Hä? Das Objekt ist tot. Ja. Aber warum leuchtet denn dann so? Hört sich so an, als würde das ausreichen. Wärst du so freundlich, dich auf den Weg zurück zu den Fontaine Fisheries zu machen? Ja, mache ich. Ich bin so freundlich. So, wir holen uns mal ein paar Kästen. Was haben wir hier? C. Mehrere Motive. Leadhead Splicer Forschungsfortschritt. Ich will das aber haben. Meine Frau Moira geht mir echt auf den Geist. Aber sie ist mein Ein und Alles und sie ist wunderschön. Ich fürchte, Gott will mich dafür bestrafen, dass ich Patrick und sie hierher gebracht habe. Ich dachte, unser Leben würde dadurch besser werden. Oh je, wie blöd kann man eigentlich sein?
Nicht mit mir, Freundchen. Hier ist nur der Big Daddy, aber keine Little Sister. Tagebuch. Jetzt herrscht ein gewaltiges Durcheinander. Sie haben Timmy H. kurz nach Mitternacht abgeholt. Entweder wird Ryan Fontaine fertig machen, oder Fontaine erwischt Ryan. Wir werden den armen Timmy im Keller von Fontaines Fischfabrik befragen müssen. Falls du Lust hast, dabei zu sein, der Code ist 5380. Ah ja. Wie bin ich hier falsch? Wieso bin ich hier falsch? Hallo. Eigentlich sau froh, dass sie mir eigentlich so nichts tun. Oh, noch eine Spritze. Und ein Verbandskasten. Neues Tonikum. French Lurker. Wenn sie mit Gegnern kämpfen, die größer oder stärker sind als sie, müssen sie jeden Vorteil nutzen, den sie bekommen können. Mit French Lurker sind sie im Vorteil, wenn sie ihre Gegner unvorbereitet treffen. Okay. In schweren Zeiten ein sorgloses Leben. Unterbringung und Unterricht sind gratis. Gen-Upgrades kaufen. Ah, guck mal, hier können wir es machen. Wie viel haben wir? 160. Winterblast. Ziel-Dummy. Sonic Boom. So. Ich finde den Winterblast ganz cool. Winterblast. Lass dich nie wieder ohne dieses effiziente Verteidigungsplasmid erwischen. Zeige deinen Gegnern die kalte Schulter mit Winterblast. Nee, da muss ich erstmal neues kaufen. Und den... Was haben wir denn? Sonic Boom. Wir schleudern Kreaturen und Objekte mit einem Energiestrahl zurück. Finde ich auch ganz cool. Erinnert ein bisschen an Skyrim. Neues Plasmid Sonic Boom. Wenn Haltrufen nicht mehr funktioniert, ist es gut zu wissen, dass man noch ein Abwehrmittel in petto hat. Sonic Boom. Wenn aus dem Schubsen ein Schmettern werden soll. nehmen wir mal das hier. Bekämpfen Sie Ihre Gegner mit der Kraft des Hurricanes. Lustig, wie sie durch die Luft fliegen. Könnte auch der Machtstoß aus Star Wars sein. Zieldummy oder Zorn. Erzeugt einen Köder, der Angriffe von dir weglockt. Wir nehmen einfach das. Zieldummy. Sitzen Ihnen die Feinde im Nacken, dann lenken sie mit einem hilfreichen Köder ab. Dieser muss dann den Kopf hinhalten, nicht sie. Nee, finde ich beides gerade nicht so geil. Jetzt haben wir schon wieder nichts mehr. Komischer Splicer. Autohacker. Boah, zwei Stück. Oh. Ja, ja. Du fauler Hund. Seine Drecksarbeit erledigen lassen will, appelliert er an dessen Selbstlosigkeit. Muss ich einmal ganz kurz gucken, dass ich hier... Wie komme ich denn da rauf? Gesagt, Jesus liebt mich hart. Digga, was ist los bei dir?
finde diese Telekinese-Geschichte noch nicht so geil. Da mache ich das diesmal dieses Windding hin. Das Eisding. Das fand ich irgendwie cool. So. Ich habe schon lange nichts mehr zwischen die Zähne bekommen. Hast du was für mich und meine Mannschaft oder suchst du nur Ärger? Setz dich kurz hin. Ich muss Kaffee aufsetzen. Vielleicht decke ich sogar den Tisch mit dem feinen Tafelsilber. Ja. Da komme ich nicht rein. Bevor du in die Fischfabrik gehst, gebe ich dir noch einen Rat. Der alte Peach führt mit Sicherheit irgendwas im Schilde. Halt bloß die Augen offen. Ah ja. Mit einer Waffe kommt niemand in meine Bude rein. Leg deine Knarren in die Rohrpost, dann lass ich dich rein. Neues Tonikum. Hackerfokus. Hackerfokus, ein weiteres beliebtes Gentonikum der Hacker-Smart-Produktpalette. Entschärft Fallen in Sicherheitssystemen. Wir garantieren weniger durchgeschmorte Schaltkreise oder Geld zurück. Ah, okay. Tempo-Hacker, Security Expert. Ja, gut, zwei Entlastungspaletten weniger. Wenn das der Preis dafür ist, musst du ihn wohl bezahlen. Dann kann er dir wenigstens deine Plastik nicht wegnehmen. Ja, machen wir mal. Neumo! Irgendwie alles voller Eis, ne? Apropos Eis. Was? Ich bin voll damit? Bitte was? So, wir wollten was ändern. Und zwar Telekinese wollten wir auf den Winterblast ändern. Dann haben wir Eis, Wind, Elektro und Feuer. Was haben wir denn hier ansonsten noch? Telekinese, Security, Bullseye, Begrenzung hier vorgetroffen werden, wenn sie von Kameras und Geschützen anvisiert. Das heißt, das lassen wir mal so. Wir machen das einfach mal voll. So. Oh, seine Hand. Alter. Tja, ich wette, als dein Boss aus der Hölle abgehauen ist, hat er zum Teufel gesagt, dass er gleich wiederkommt. Und der Teufel hat gesagt, sehr wohl, Mr. Fontaine, ich halte ihm Platz frei. Ryan hat versprochen, dass Fontaine ins Gras gebissen hat. Und jetzt machst du hier seine Drecksarbeit. Ryan ist ein Penner und du... Was ich? Na? 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 Was ich? Arschloch. Ich hab gar nichts gemacht. So, jetzt ist es günstiger eigentlich, ne? Aber... gibt jetzt auch nicht so viel. Oh, ehrlich jetzt, was soll das denn? Geil, ich kann das Ding hacken. Kämpft das Ding dann für mich? Das wäre richtig geil.
So, so, so und so und so. Was ist das eigentlich für ein Hundesohn, ey? Der geht mir gerade richtig auf den Sack. Jetzt haben wir alles abgegeben und er baut so einen Scheiß. Wieso kommt denn da noch so einer? Jetzt habe ich auch gleich kein Geld mehr, oder was? Ey, ich könnte gerade richtig... Du hast mich hier voll in die Hölle geschickt, du Assi. Ey, so ein Penner, dieser Reynolds. So, was haben wir denn hier? Zack. Warum? Mann, ey. Ey, jetzt mal im Ernst, ne? Wie soll ich denn da bitte durchkommen? $0. Gib mir meine Waffen zurück, du Penner. Alter. Kann ich hier irgendwas machen? Was habe ich denn hier für Tonika noch? Echo of Delight. Extra... Nutrition. Du erhältst ein wenig Snacks und Bandagen. Extra steckt eine natürliche Fähigkeit ihres Körpers. Ja, das bringt mir gerade überhaupt nichts. Gerade. Und das hier vielleicht.
statische Entladung und das ist eigentlich beides schon voll gut, ey. Wrench Lurker dämpft deine Schritte und erhöht bei. Ja. Geil. Weißt du was, du kannst nicht mal, ehrlich. Diese Kamera, ne? Oh Gott, ich bin schon voll über der Zeit. Das wird eine lange Folge diesmal. So. Bin schon volle Kanne über der Zeit. Die aber sammle ich jetzt nochmal noch schnell ein hier. Schade, keine weitere Munition. So, aber jetzt mache ich Folgenschluss nach 37 Minuten. Ich danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Euer Imgrimsch.